Moin, was macht ihr denn hier? Ja, ich war gar nicht jetzt vorbereitet hierauf. Ja, willkommen zurück zu einem neuen Spiel. Passepartout. Das Spiel, was ich eigentlich letzte Woche schon bringen wollte, was aber nicht geklappt hat wegen meiner schönen Kamera. Danke. Ich würde sagen, wir fangen hier mal gemütlich an. Ich erkläre euch das Spiel mal, wenn wir hier nicht wundern. Wie gesagt, ich hatte es schon angespielt. Aber meine Kamera dachte sich, nope. Die Dateien beschädigen wir jetzt erstmal. Wie dem auch sei, wir fangen jetzt an. Mal wieder. Ja, das ist mir klar. Es geht darum, wir sind hier in Akt 1 in Frankreich, in Paris. Und wir sind ein Künstler, haben unser Talent zum Malen entdeckt und können jetzt Gemälde zeichnen. Ihr kennt mich, ich heiße Schaumstoffratte. Von daher malen wir auch erstmal einen Hintergrund. Warte. Ich wollte nur mal spoilern, ich kann nicht gut malen. Und wir malen auch eine XXL-Ratte. Da fehlen natürlich noch die Wolken. So, jetzt können wir mit der Ratte beginnen. Ah, die kriegt so ein paar Härchen. Ihr fragt euch bestimmt, was das wird. Also, es sieht nicht aus wie eine Ratte, aber mein Mann wird sehen, wie es wird. Ich weiß gar nicht, haben Ratten so eine Stupsnase? Gut. Füße? Ja, es ist gut. Man kriegt übrigens auch Rechnung, wollte ich gerade sagen. Gut, ja. Die ist natürlich nicht durchsichtig, deshalb müssen wir. Oh, fuck. Oh, fuck. Müssen die noch ausmalen? Ich setze hier mal einen Cut und wir sehen uns, wenn es wieder fällt, wenn ich so ausgemalt habe. Dann kriegt er natürlich noch ein Auge. So ein schönes Knopfauge. Ich weiß gar nicht, haben Ratten so einen gestreiften Schwanz? Ich glaube, ne? Nee, der Schwanz ist doch pink bei. Ist ja. Ach. Ja, Naturbursche. Wilder Eisberg stößt mit Schiff zusammen. Der Eisberg sinkt. Alle haben überlebt. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Ja, ich würde sagen, das ist es. Das ist unser Kunstwerk. Wie nennen wir es? Monstrumratte. Speichern wir natürlich auch schön. Mal gucken, ob er da irgendwas zu sagt, ob es ihm gefällt. In der Zeit malen wir hier mal noch. Das Spiel belohnt einen übrigens dafür, wenn man sich viel Mühe mit den Bildern gibt. Deshalb brauche ich halt auch ein bisschen länger für die Bilder. 122, das ist mir zu wenig. 131. Nein! Okay, ja, müssen wir machen. Hab mich jetzt unter Wert verkauft. Schade. Ja, was malen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir malen. Also, ich male halt wirklich noch wie so ein Grundschulkind. Soweit ich weiß, kann man auch verschiedene Werkzeuge noch freischalten. Also, sowas wie Sprühfarbe. Das hatte ich nämlich als letztes erreicht in meinem letzten Versuch, das Video aufzunehmen. Da hatte ich so weit gespielt, bis ich die Sprühpistole hatte. Darauf erstmal einen Kaffee. Nee, jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es auch noch so ein Füllen, also Ausfüllen-Tool gibt. Das wäre nämlich saupraktisch. Boah. Ich würde sagen, wir malen mal erstmal so eine schöne Familie vor so einem Haus. Ja, erstmal die Konturen.
Ja, das Fundament ist jetzt nicht so gerade geworden, aber. Ach halt. Wir machen das Haus mal rot. Schön knallrot. Ich wollte nur sagen, mit Maus zu malen ist wesentlich schwerer als so in echt zu malen. Scheiße, Rechnung. Das Fenster machen wir blau. Weil Glas ist natürlich auch blau, wie man weiß. Das Dach ist ein bisschen schief geraten, aber ist halt, ne? Man kann ja nicht alles gerade machen. Das Dach machen wir schwarz, würde ich sagen. Weil grau. Nein, grau. Die Sonne darf natürlich nicht fehlen. Und jetzt noch hier so eine kleine Familie. Es sieht so scheiße aus. Mitte das Kind. Es hat nur ein Auge, wollte ich nur mal gesagt haben. Und dann hier rechts noch jemanden hin. Oh, ich würde sagen, es sieht echt nicht schön aus, aber komm. Glückliche Familie. Gucken wir mal, wem es gefällt oder wem nicht. Ich wollte nur sagen, der ich mal doch mit Leidenschaft, hast du es mal angeguckt? Nee, ich wollte mal sagen, der Kaffee schmeckt nicht so geil. Einfach aus dem Grund, ich habe den hier in der Thermoskanne. Und die Thermoskanne wurde seit 3, 4 Jahren nicht benutzt und da waren noch ein paar Kaffeereste drin, also Kaffeepulver oder so ist das, oder Cappuccino-Pulver. Oh, ihm gefällt's. Nein! Ja, komm, nehmen wir. Die Art und Weise, wie Passepartout neue Ideen interpretiert, ist für viele Amateurkunstkritiker Thema Nummer 1. Nee, und hat sich da halt schon, ist schon angetrocknet gewesen, musste ich ausspülen, aber es riecht so richtig scheiße. Fragt mich nicht nach was, es riecht nicht gesund. Aber ich wollte unbedingt einen kleinen Vorrat Kaffee hier. Und ja. Ich weiß nicht, was kann man noch malen? Ich weiß was. Keine Sorge, ihr werdet noch erkennen, was das wird. Na, erkennt ihr schon? Ich hoffe doch. Ah, jetzt noch ausmalen. Ach, scheiße. Ich meine, das war so, ne? Ich hoffe nicht, dass die Kamera gleich wieder abschmiert. Nämlich schon ziemlich scheiße. Weil noch ein drittes Mal will ich dieses Video nicht aufnehmen müssen. Ich meine, der Mund war braun, ne? Ja. Schöne Diamantenspitzhacke. Oh, ich habe noch eine Idee. Ich würde halt so gerne gut malen können. Ich weiß nicht, schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr gut malen könnt. Es sieht nicht aus wie ein Creeper. Egal. Ja. Ich finde es schön, dass ich hier, also ich,
Ihr wisst ja, ich füge die Musik immer im Hintergrund ein. Ich habe jetzt Musik hier im Spiel aus. Von daher höre ich immer nur dieses Tack, 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 Tack von den Leuten, die hier rumlaufen. Es ist schön penetrant. Muss ich ehrlich sagen. Ist auch überhaupt nicht nervig oder so. Also ein Ausfüllen-Tool wäre halt schon geil. Ich hoffe, das kriegt man hier noch. Übrigens, was ich schön finde, ist, guckt mal auf meinen Typen hier im Hintergrund. Wenn ich male, dann bewegt er sich auch. Eilmeldung. Alter Mann schreit Wolke an. Das ist schön für ihn. Gut. Fuck. Konnte man das hier speichern? Ich glaube ja, ne? Packen wir es mal hier hin. Steve. Und... Karl. Ich nenne den Creeper mal Karl. Wo ist Energiemann? Das ist so fade. Nein, ist es nicht. Es ist gut. Ja, ich weiß nicht, was könnte man sonst noch malen? Ich hatte gerade eben was im Kopf, aber das ist jetzt auch wieder weg. Oh, dem gefällt's doch. 335 Münzen! Da müssen wir nicht mal mehr verhandeln, Alter. Jackpot, Alter. Muss ich... Jemand ist auf Passepartouts Arbeiten aufmerksam geworden. Du hast ein neues Werkzeug ver... Ja, das meine ich. Hier, die Sprühdose. Also dieses Mal habe ich das schneller erreicht. Das letzte Mal habe ich es irgendwie nach einer Stunde erst erreicht. Muss ich die auch irgendwie bezahlen? Ach, klar, wir sind in Frankreich. Was trinkt man da anderes als Wein? Und was isst man anderes als Baguette? Das ist so echt. Ich sehe aber schon, wir leben ziemlich sparsam. Okay, eine Sache malen wir noch, hätte ich jetzt gesagt. Was könnte das sein? Ich weiß, was ich male. Dafür brauchen wir... Ich hätte gesagt, die Farbe ist das. Nee, ich will nicht die Sprühfarbe. Die ist nämlich echt scheiße zu malen. So, erstmal. Dann. Erstmal die Konturen. Hierfür wäre nämlich jetzt so ein Füllen-Tool ganz cool, aber... Nee. Naja. Na, was ist es? Hä? Bongo Cat! Wo wir gerade beim Thema sind, ich habe einen eigenen Discord-Server, also klickt auf den Link in der Beschreibung und joint. Ich kann nur sagen, ich bin da jeden Tag, mehr oder weniger. Und wenn ihr mal Bock habt zu reden, irgendwelche Videovorschläge oder einfach nur lustige Memes, kommt einfach rein, schickt die rein. Ich bin da. Gut, da habe ich mir jetzt nicht allzu viel Mühe gegeben bei dem Bild, gebe ich zu. Ja. Die Energie, die steckt in dem Bild. Also, nee, ich muss mir gleich, glaube ich, neuen machen. Komm, dir gefällt's doch. Was? Was? 451? Für das? Ich meine, ja, natürlich, ist gekonnt. Passepartout, ein neues Gesicht der Kunstszenen, ist in aller Munde. Okay, damit hätte ich jetzt gesagt, war es das auch erstmal für diesen Part. Wenn ihr einen weiteren Part sehen wollt, lasst gerne eine Bewertung da. Übrigens, Dislikes zählen auch, weil... Die Creator, die können trotzdem sehen, wie viele Dislikes sie haben, obwohl YouTube das halt entfernt hat. Wir können immer noch sehen, wie viele Dislikes unser Video hat. Ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben. Und
Joint meinem Discord-Server. Beschreibung. Und sonst, haut rein, macht's gut und tschüss.